es war eine Zeit, die im Aufbruch war, die ja jetzt nicht von Tränen bestimmt war, sondern von dem Willen, alles wieder aufzubauen, was da zerstört ist. Ja. Auch menschlich wieder aufzubauen. Heute weiß ich, dass diese Frauen, die nach dem Krieg alleine ihr Werk machen mussten, Heldinnen waren. Ich habe doch immer nach einer Vaterfigur gesucht. Und die anderen, die haben auch ganz viele eben ihre Väter verloren. Ne? Der Verlust meines Vaters ging mir wahnsinnig nah und er fehlt mir bis heute im Grunde. Alle Gleichaltrigen sind ohne Väter aufgewachsen. Aber ich habe immer nach vorne geguckt, nicht so wieder nach hinten. Geht mir bis heute so. Sie waren Kinder der Nachkriegszeit und wuchsen auf ohne Väter. Es ist ihre Geschichte. Mal ganz ruhig, mein Junge. Nimm die Klara weg. Na los! Runter von der Brücke, oder? Ich muss es doch tun. Ich muss es doch tun. Als wir die Brücke gedreht haben, das war ja dann 59, das war schon sehr emotional und sehr bewegend. Und da haben wir alle geheult wie die Schlosshunde. Und wir haben da eine Zeit nachempfunden, die ja wirklich passiert ist. Im Nachkriegsfilm Die Brücke versetzt Fritz Wepper sich in die aus allen Fugen geratene Endzeit des Krieges zurück. Als kleiner Junge hat er sie noch miterlebt und ihre Folgen. Im Münchner Westen, wo er groß geworden ist. Zusammen mit seinem jüngeren Bruder Elmar. Wir haben ja unter der Sache gelitten, dass mein Vater einfach im Krieg vermisst war. Und natürlich auch erlebt, wie meine Mutter das ganz schwer überhaupt verarbeiten konnte. Sie hatte uns beide, sie hat sehr viel Liebe investiert, aber der Vati war halt nicht da und der hat uns gefehlt. Nach Kriegsende muss ein Drittel aller Familien ohne Mann im Haus auskommen. Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Da war ich eins mit allen Gleichaltrigen so ungefähr, so in der Schule. Und wir alle hatten keine Väter. Das Land, in dem sie jung waren, ist 1945 nach Krieg und Diktatur ruiniert. In jeder Hinsicht. Besetzt von Siegermächten in West und Ost. Überrannt von einer Völkerwanderung aus einstigen Zwangsarbeitern, Vertriebenen, ausgebombten Heimkehrern. Insgesamt über 20 Millionen. Und zugleich angetrieben vom Willen zum Neubeginn. Erfahrungen, die eine Generation prägen. Lebenslang. Ich werde gleich 80 Jahre. Aber die Geschichte mit meinem Vater war, das sitzt tief. Das sitzt sehr tief. Mein Vater war ein Kommunist, wusste aber niemand sonst. Natürlich wollte er nicht in den Krieg. Aber mit keiner, aber was sollte er machen? Im Frühjahr 1944 musste der Stanzereiarbeiter Willi Sodann in den Krieg. Für ein Regime, das er ablehnte. Meine Mutter und er umarmten sich. Und dann war ich eben dran. Und da waren die Heldengeschichten, die man sonst gelesen hatte, das war alles gar nicht da.
Da war nur da. Dass er mir gesagt hat, ich komme ja bald wieder. Und mehr haben wir auch da nicht geredet. Ging gar nicht. Und dann ist er eingestiegen und dann war er weg. Nur Monate vor Kriegsende dann die Nachricht, die das Leben der Familie umwirft. Pfarrer Leuner hielt bei uns am Tor. Meine Mutter hatte Holz gehackt. Sie hatte die Axt in der Hand und Pfarrer Leuner blieb an unserem Tor stehen. Und da wusste meine Mutter, was geschehen ist. Und hat gesagt, gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Und da hat er noch so etwas gesagt wie, Frau Sonne, es tut mir leid. Und dann ist meine Mutter am Tor umgefallen. Abschied nehmen muss auch Michael Degen als 8-jähriger Junge. Die Zugehörigkeit zu meinem Vater war schon sehr intensiv. Der fehlt mir bis heute im Grunde. Seinen Vater Jakob Degen hat die SS 1940 ermordet. Der Sohn muss sich mit seiner Mutter in einer Laubenkolonie bei Berlin vor der mörderischen Jagd auf Juden verbergen. Ich habe keine Angst mehr gehabt. Ich würde sagen, meine Mutter hatte mir die Angst abgenommen. Sie hat gesagt, wenn du mir gehorchst, wenn du das tust, was ich dir sage, dann werden wir überleben. Von Soldaten der Roten Armee befreit, dürfen sie sich Anfang Mai 45 erstmals wieder frei bewegen. Ohne Todesangst. Wir sind in die Stadt hinein und es war alles kaputt. Gegenden, die wir kannten, in denen wir gewohnt haben, die waren platt. Ich glaube, in der Nähe vom Alexanderplatz sahen wir dann Rotarmisten tanzen. Tanzten wie die Verrückten. Das war wirklich reine Freude, der Krieg war zu Ende. Ich habe zum ersten Mal verstanden, dass wir befreit waren. Meine Mutter hatte mir auch gesagt, jetzt fangen wir an zu leben, jetzt sind wir gleichaltrig. Wir sind neu geboren. Am Ende des Krieges wehen im ganzen Land neue Fahnen. Auch im bayerischen Allgäu, wohin Familie Wepper vor den Bomben entflohen ist. Als ich mit meinem Onkel in dem Haus von unserer Großmutter oben auf so einen ganz kleinen Balkon gegangen bin, und da haben wir an einem Besenstiel ein weißes Laken gehisst. Und das war zugleich der Moment, als die Spitze von einer Panzergruppe eingefahren ist. Das habe ich noch leibhaftig in Erinnerung. Als Zusammenbruch empfinden viele die Befreiung, zumal in München, lange Hauptstadt der NS-Bewegung. Die Kinder erkennen die Gunst der Stunde. Die Amerikaner, die GIs, waren da. Und da sind wir als Kinder immer rumgelungert und rumgeschlichen und haben gehofft, dass wir da irgendeinen Chewing-Gum kriegen oder eine Hershey-Schokolade oder einen Butterfinger oder irgendwas. Das waren Sachen, die kannte man überhaupt nicht. Man kannte nicht so einen Riegel, der schmeckte wie nichts auf der Welt so gut. Gaben aus den Rationen der GIs. Sie versüßen die Erinnerung. Die Amis waren irgendwie, das waren schon unsere Heroes irgendwie, die GIs. Der Alltag der Besiegten sieht oft nicht sehr heldenhaft aus.